Na, habt ihr Hunger? Ich habe ein bisschen Sushi dabei, aber nicht das, was ihr denkt. Ich habe nämlich einen Fisch, einen Cheap Cheap, der Sushi heißt, zufällig. Aber leider habe ich kein Essen. Ihr müsst also hier noch ein bisschen hungern, während wir hier im Wald nach dem letzten Yoshi-Baby suchen, was hier gestrandet ist. Und ich glaube, ich weiß sogar, wo es sich befindet. Bestimmt hier rechts auf dem Weg. Oder, ah ne, warte, hier war der Sprössling. Und, Moment, wir haben 4 nämlich schon gefunden und das 5. Baby suchen wir vergebens. Ich glaube, hier gehen wir einfach nur wieder raus vom, ja, wir sind einfach nur wieder in Yoshi's Island. Okay. Hä, aber das verwirrt mich tatsächlich schon ein gutes Stück. Oh. Ah, warte mal. Ich weiß gar nicht, ob ich da schon war. Aber da es mich gerade wundert, dass da ein Weg ist, werde ich da wahrscheinlich noch gar nicht gewesen sein. Okay, dann schwimmen wir noch kurz hin. Wir können nämlich mit Sushi nicht nur schwimmen, sondern wir können mit ihr auch noch untertauchen. Yeah. Lass mal sehen. Nee, ich glaube... Doch, also hier waren wir auf jeden Fall schon, aber ich glaube nicht, dass wir hier... Nee, doch. Irgendwas stimmt hier nicht. Okay, ich schaue mich hier noch mal ein bisschen um. Da oben waren wir. Da links waren wir. Waren wir hier rechts? Bin mir gerade nicht sicher. Waren wir hier? Also hier könnte man hier überhaupt irgendwas machen. Ah, ich weiß, wo wir lang müssen. Es gab irgendwo so einen Baum, der Buhuhu gesagt hat. Und dann habe ich das erstmal liegen gelassen, weil ich dachte, das ist vielleicht irgendwas anderes. Aber nein, ich Idiot, das ist natürlich ein Baby-Yoshi. Ja, hier war das, genau. Buhuhu. Aber ich habe auf jeden Fall gegen den Baum... Muss ich jetzt erstmal gegen den kämpfen? Wie unnötig, dass man immer gegen den kämpfen muss. Ich meine aber, ich habe gegen den Baum geschlagen und da ist ja nichts passiert. Sehr seltsam, wenn er mich fragt. Sternschuppenhage gegen alle Gegner. Ja, machen wir es mal. Yeah. Und ja, ich verschwende einfach in diesem Dschungel meine ganzen Items. Warum nicht? Habe ich zumindest einen Grund, wieder Items zu kaufen. Was? Okay, Koopa macht nächste Runde, wenn ich angreifen darf. Die Bande hier kaputt. Solange sie Mario nicht kaputt machen. Alles fein. Bam. So, ich habe das gute Gefühl, dass wir uns heute auch mal den Vulkan genauer anschauen können. Und da bin ich gespannt drauf, wie der Vulkan sein wird. Weil Colorado kommt ja wahrscheinlich auch noch mit. Oh, by the way, ich nehme auch noch mal ein Level Up mit. Und natürlich wird BP erhöht. 20 BP. Kann ich gut gebrauchen. Vor allem wird es ja auch... Ach stimmt, durch Level wird man komplett geheilt. Oh, ist das geil. So mehrmals hauen? Ist er hier im Gras? Oh, ist im Gras. Na toll. Wuhu, das war so unheimlich. Wir haben Verstecken gespielt und da war diese einheitliche Pflanze. Sie hat mich hier gefangen. So scherzig recht, wir hätten ihn durchspielen sollen. Wir hätten ihr geholfen sollen. Danke, dass du gekommen bist, um mich zu holen. Ich gehe jetzt nach Hause. Wuhu. Da-da-dam-da-dam. Alle gerettet. Yippie. Ja. Alle bis auf einen Yoshi haben jetzt Angst vor dem Wald. Super. Und ich hau hier jetzt ab. So, der Weg. Was hat der Scheiger gerade mit dem Speer gemacht? Ist ein Kinder anwesend. Naja. Jedenfalls, der Weg ist relativ simpel. Einfach hier lang und dann nach unten. Da sind wir schon draußen. Glaube ich. Ah, nee, nicht hier lang. Ah, warte, falsch. Wir müssen doch schon weiter nach rechts. Gott, diese Blätter. Warum haben die Blätter Collision? Sollten nicht einfach nur Deko sein? Das ist zumindest meine Meinung. Okay, komm, mach auf hier. Lass uns fliehen. Hallo, Yoshis. Alle wieder gerettet. So, Colorado. Mach, alter Kumpel. Der Häuptling des Dorfes hat nach dir gesucht. Er will dich doch wohl danken. Das ist waldig. Wer sich bedankt hat, verrät er dir vielleicht sogar, wo der Schatz zu finden ist. Ist das so? Dann holen wir uns unseren Dank und doch mal ab. Ich kann nicht reden heute, ihr merkt es vielleicht. Ach, da hinten ist er.
Oh, sag mir jetzt nicht, da gibt man was für die Statue, oder? Wahrscheinlich doch. Mario, ich muss dir danken. Du hast die Kinder des Dorfes gerettet. Egal, wie sehr wir uns bei dir bedanken, es kann nicht genug sein. Du bist ein wahrer Held. Wir wissen deine Tapferkeit zu schätzen. Zumindest kann ich etwas für dich tun. Du willst doch noch immer zum Lava-Lava-Berg, oder? Ich erinnere mich an einen sicheren Weg, auf dem der Vulkan zu erreichen ist. Komm bitte hier entlang. Ja, die Statue. Es muss doch irgendwo hier. Ja. Übrigens bei diesem Yoshi muss ich mir ganz vorstellen, dass wir so Mario RPG ja diesen einen Yoshi so fett gefüttert haben. Und der, ich stelle mir uns dort vor, er ist das jetzt einfach geworden. Wäre lustig, wenn das so wäre, aber ich glaube, es ist einfach irgendein random Yoshi. Ja, ich hab's gefunden. Hier ist es. Bitte nimm es. Die Jade-Rabe. Eine Abroxas-Figur, die du von Yoshi Häuptling hast. Ja, wohin damit ist klar. Immer wenn sich auf dieser Insel Ereignisse außerhalb unserer Kontrolle ereignen, bitten wir Don Raphael, den Herrn dieses Islands, um Hilfe. Wenn es jemanden gibt, der dir helfen kann, den Vulkan zu erreichen, ist es definitiv Don Raphael. Er lebt im Herzen dieser Insel. Wenn du den Jade-Raben in die Statue von Don Raphael stellst, wird sich der Pfad in den Dschungel öffnen. Seit ich ein junger Yoshi war, habe ich Don Raphael nicht mehr gesehen. Ich kann mich erinnern, dass es unglaublich schwierig war, ihn zu finden. Die Bäume und Bürsche des Dschungels selbst waren es, die dem Suchenden den Weg versperrten. Aber ich bin mir sicher, dass du den Weg finden wirst. Mögen all deine Wünsche in Erfüllung gehen. Juhu! Einen Moment bei! Du musst ja jede Menge hinter dir haben, Mario. Warum in aller Welt willst du zum Lava-Lava-Berg? Im Vulkan ist es sehr heiß und sehr gefährlich. Wenn du nicht äußerst vorsichtig bist und Glück hast, bist du im Handumdrehen eine Scheibe gerösteter Speck. Aber ich weiß, dass ihr euch ohnehin nicht darum schert. Ihr werdet trotzdem gehen. Ich kann das nicht gutheißen. Komm doch einfach mit. Aha. Oh. Sie wird also zum Vulkan, weil die Prinzessin vor ihren Entführern retten willst? Was für eine bewegende Geschichte. Romantische Geschichten wie diese berühren mein Herz auf eine besondere Art und Weise. Es ist entschieden. Ich kann euch nicht allein gehen lassen. Ich, Sushi, werde bis zum bitteren Ende an eurer Seite bleiben. Mach dir keine Sorgen, Mario. Ich liebe es, auf andere aufzupassen. Und wenn du vorhast, den Dschungel zu durchqueren, kannst du ohnehin nicht auf mich verzichten. Komm, Mario. Kühler wird der Vulkan nicht mehr. Sehr gut. Warum wie klar, dass Sushi bleiben wird? Warum sollte ein Begleiter gehen? Dann wäre es ja kein Begleiter mehr, oder? Dann wäre es ein Abhauender. So, Colorado. Na endlich! Jetzt bekommen wir sicher ein paar Informationen bezüglich des Schatzes. Nun, wo sollen wir anfangen? Ja, eigentlich ist es offensichtlich, wo wir anfangen wollen. Aber ich werde mich erstmal kurz heilen gehen und Items abchecken. Denn ihr habt ja jetzt gemerkt, mein Inventar ist ziemlich leer geworden. Und ich habe ja auch noch ein paar Sachen im Lager, die ich eigentlich größtenteils aufspare für Endgame. Weil ich da ziemlich starke Items habe. Aber ja, wir schauen mal. So, müssen wir jetzt mal hier raus. Super. Was können wir hier denn schon gebrauchen? Um was direkt krasses? Ein Pilz vielleicht? Aber ich meine, ich habe schon... Ja, ich habe schon einen Pilz. Außerdem habe ich nicht mehr so viel Geld. Komm, ein Yoshi-Gabana. Lass mal gucken, was ich habe. Ja. Den Ahornsirup können wir auf jeden Fall mitnehmen. Ja, lass mal noch mal gucken, was habe ich noch mal? Mehr habe ich nicht? Krass. Ich habe erwartet, dass ich mehr habe, ehrlich bin. Ihr habt den anderen Sirup nämlich auch nochmal mit. Und den Rest lasse ich da. Das ist mir zu krass. Alright. Dann nehme ich halt nicht noch mehr mit. Hauen wir direkt ab. Ich wette, wenn wir die Figur in die Statue reinlegen, wird sich Don... Ah ne, hier, da muss ich lang. Lol. Wird sich Don Raphael uns zeigen und uns den Weg bahnen zum Vulkan. Bin mir da ziemlich sicher. Da hinten wartet auf uns. Komm, dürfen ihn jetzt nicht enttäuschen. So. Kollege, nimm das. Aha. Oh, er bewegt sich. War aber schon klar auf dem Boden, diese Spuren, dass man es bewegen kann. Nice. War nicht immer so nice. Ich hab ein bisschen Angst. Was wird uns hier erwarten? Gruselige Kacke.
macht er da? Leckt das ab oder was soll das? Oh Mann. Hm, ist irgendwo eine Challenge? Ah, geheimer Weg. Ein Block. Okay, ich kann ihn schieben. Sind die an diesen schwarzen Punkten alle dran? Das könnte sein. Probier's mal. Muss ich die Löcher vielleicht zuhalten, damit da keine Luft mehr durchkommt? Ich stelle mir so vor, unten sind so diese Scheiges mit den Sperren, aber statt ein Sperr haben die so ein Luftrohr. Und ich muss sie so verdecken, damit die keine Luft mehr bekommen und dadurch sterben. Haha, besiegt. Ja, oder vielleicht hat es irgendwas mit dem Wasser zu tun? Ach so, das Wasser kommt uns überall woanders raus. Ja, verstehe. Oh, das war's schon. Man muss nicht alle machen. Oh. Habe ich Glück gehabt. Der Stein, der kann schweben, denn der Wasserdruck ist so stark. Und wie stark der ist. Ist auch noch bei uns geflogen. Das ist cool. Ich mag diese Rätsel. Finde ich besser als... was anderes. Hallo? Wieder durch? Hey! Ich komme da nicht durch. Das noch wieder freimachen? Ja, okay. Okay, das ist lustig. Ah, das ist aber nicht mehr so lustig. Obwohl die ganze lachen. Was geht denn hier ab? Mhm. Irgendwas erwarten sie uns auch jetzt, oder? Also hier ist noch ein riesiger, auffälliger Busch. Aber der scheint auch nichts zu sein. Hm? Ist nix. Ach, ich kann da dran! Ach, sieh mal einer an. Ein schön normaler Pilz. Kann man kochen. Und der führt mich da weiter. Was machen denn die anderen? Kommen da Gegner? Ja. Leider schon. Schnell weg davon. Oh! Oh! Nimm sie mit! Warum nicht? Und jetzt weg! Hi, was geht ab? Was? Oh Gott, ihr seid es. Ach, sie greifen uns an, okay. Verdammt! Das ist ein weißer Kamek, also ein weißer Magikooper. Er ist ein Magier des Cooper-Clans. Weiße Robe, was? Wie hält der Dino sauber? 11 KP, 3 Angriff, keine Verteidigung. Er ist ein Heiler. Er kann pro Runde einen seiner Kumpel um 5 KP heilen. Oder er heilt die gesamte Truppe um jeweils 3 KP. Soll diesen Kerl ganz schnell platt machen. War sowas von. Dein Problem. Hä? Jetzt. Ich könnte die Kugelsnuss auf ihn werfen. So, hör auf damit! Ich glaube, das wird nicht so viel helfen. Okay, machen wir einfach den normalen Jump. Das ist, glaube ich, das Stärkste, was ich momentan habe. Aber bei so einem... ja, so eine Kacke, ey. Jetzt bin ich auch noch vergiftet. Ganz großes Kino hier. Und da halt sich selbst. Also komplett gewastet. Yippie! Naja, klar. Ich zeig euch jetzt, was ihr davon habt. Komm, ich bete für den Sternensturm. Komm, gib mir einen. Yeah. Und Gumbare kann direkt den Whisrope erledigen. Komm, du schaffst es aber jetzt. Bam! Good job. Ist drin. So, ich glaube, bis zum nächsten Level wird es noch eine lange Zeit dauern. Und ganz ehrlich, ich würde wahrscheinlich als nächstes wieder OP leveln. Also einmal noch OP machen, dann reicht es fürs Spiel, oder? Vielleicht? Vielleicht. Ja gut, was mache ich jetzt? Ja, alle 5 Leben, ne? Das macht 3 Schaden. Ja, keine Ahnung. Mach mal die 3 Schaden hier. In der nächsten Runde sind sie down. Aha, brennt! Brennt nieder! Bam! So, der eine duckt sich schon mal. Ach, ekelhaft. Verdammt, es machen so viel Schaden! Vor allem in der Vergiftung auch noch immer.
Echt doofe Sache hier. Hua! Und nochmal. Bam. Warum jetzt nicht sicher viel Leben da, das habe ich nur nochmal angedrückt. Kann nicht schaden. Ja, doch, war in Ordnung von den XP her. War in Ordnung. Boah. Oh, das sieht man aber gerne. Das ganze Geld. Yeah. Hi? Bin ich hier ein Wind Waker oder was? Hallo? Großer, mächtiger Dekubaum. Was geht hier ab, Mann? Okay. Hi. Ich will ihn so mitnehmen, will so einfangen. So Enemy Crossing like. Okay, wir müssen rein, oder? Ja, gut. Verstanden. Ich wollte mich noch umschauen, aber nein. Wir müssen in den großen weißen Dekubaum. Der zeigt uns den Weg. Ne? Ja. Das tut er. Dann los. Okay, ich kenne die Musik nicht. Die falsche Note getroffen. Das gibt einen Punktabzug. Mach es gerade durch die. Habt ihr es gesehen? Mach es gerade durch die Wand gerannt. Schaut mal, wenn ich so schräg gehe. Oh Mann. Natürlich bringt mich sowas zum Lachen. Oh Mann. Okay, hoch da. Hier ist noch ein Weg. Hi. Ich verpasst. Mich ein bisschen an Sticker Star. Da gab es auch irgendwo in der ersten Welt so einen Turm, der so nach oben ging. Sah eigentlich sehr ähnlich aus wie hier. Das ist der richtige Weg? Da konnte ich doch lang vorhin. Ja, okay, hier ist es richtig. Okay. Hä? Gubario! Nein! Er ist nach unten gefallen! Oh nein! Es tut mir leid, Kumpel! Oh, ich sehe hier. Hi. Hä? Wo fährt er denn nach oben? Kollege, ich wollte mich unten nochmal umschauen. Da gab's noch was. Hier, man könnte noch nach oben. Aha! Seht ihr? Da ist noch was! Herzilein-Orden! Die KP regenerieren sich während des Kampfes langsam. Also bei denen liegen lässt. Pech gehabt. Ja, wisst ihr was? Komm. Mach das weg. Und dann. Verdammt, ich hab da nicht mehr genug. Doppelgriff. Nee. Eben nicht. Boah, ich will das haben. Das ist cool. Ah, gut. 6, 12, 13, 14, 15. Nein, das kann ich nicht machen. Nee, schade. Okay, lassen wir's. Ich muss dringend auf jeden Fall als nächstes OP leveln, damit ich mir sowas erlauben kann. Das ist echt schade. Hätte ich auf jeden Fall ausgerüstet. Aber mir ist der schnelle Wirbel wichtiger. Und sowas wie Erdbeben und alles. Natürlich auch. So, schnell nach oben. Komm, keine Fehler machen. Oh, oh. Speedrun, World Record. Yeah. Ah, guckt ihn euch an. Da ist er ja. Der Don Raphael. Au! Willkommen! Verzeiht, dass ich etwas überrascht bin, aber es ist schon eine Weile her, dass jemand hier hochgekommen ist. Wie? Oh ja, natürlich! Ich bin der Herr dieser Insel, bekannt als Don Raphael. Wenn es irgendein Problem gibt, kann nur raus mit der Sprache. Komm schon, was damit? Ah, du bist also Mario. Ich verstehe. Du weißt nicht, wie du in den Vulkan vordringen kannst. Tja, das ist ein Problem. Aber nicht für mich. Ich helfe dir. Um ehrlich zu sein, ich wusste, dass du danach fragen würdest. Die Sterne haben mir mitgeteilt, dass du kommen würdest. Ich werde dir etwas Außergewöhnliches geben, das dir sehr hilfreich sein wird. Aber dazu später. Jetzt sollten wir uns erstmal um das Vulkanproblem kümmern. Okay, wen rufst du jetzt hier? Seine kleinen Kinder. Was machen die jetzt? Können die uns wegfliegen oder was? Also zeichnet, meine Herr Proxas, es gibt Arbeit. Ich werde euch nur einmal instruieren, also erwarte ich eure vollste Aufmerksamkeit. Ja, was gibt's denn? Ja, komm, reicht jetzt. Und es muss so schnell wie möglich erledigt werden. Verstanden? Das will ich nämlich hoffen. Los geht's, Abrockers. Folgt mir.
Oh, kann stehen. Oh Gott. Alter, da können wir nicht runterspringen. Naja, obwohl wir sind aus Papier. Was kann schon passieren? Wihihi! Nö, Sup. Wihihi! Ah, hat geklappt. Wie erwartet. Hä? Au, Rock! Er lebt nicht auf dem Berg. Der Berg lebt auf. Der Berg lebt mit ihm. Und weiter geht's. Ja. Er kommandiert hier alles herum. Er ist der Meister dieses Waldes. Eigentlich hätten wir ihn noch nach Rat fragen können. Bezüglich den Baby-Yoshis. Er hätte bestimmt helfen können, aber... Na gut, machen wir es halt kompliziert. Machen wir es halt kompliziert. Hi, warte mal. Gibt's hier links noch irgendwas? Ich check lieber nach. Ah ja, hier ist ein Weg. Oh. Understandable. Have a nice day. Ich heil mich mal auf. Ist sowieso kostenlos. Hä? Kann ich nicht rein? Doch, jetzt kann ich rein. Hallo. Ah, wir können Colorado vielleicht jetzt Bescheid geben. Weiß nicht, ob das so funktioniert. Aber... Ja, obwohl, ich glaube, der würde wahrscheinlich selber hinrennen, oder? So wie ich ihn kenne. Würde wahrscheinlich einfach selber hinrennen. Okay. Verstanden. Gut. Sind alle bereit? Und nun ab, Roxas, an die Arbeit. Los, Roxas, mach was. Komm, fass es nochmal. Das wird nicht lange dauern. Okay, kurz Uhr. Ja. Was zum Henker? Ja, wir machen hier gerade den Baum kaputt, damit wir durch können. Ah ne, ja, oh, die haben einen Baum ausgebaut, wie cool. Alles klar, du kannst jetzt den Vulkan erreichen. Danke. Echt korrekt von dir. Oh, hervorragend. Wirklich, es scheint, als könnten wir nur den Vulkan betreten. Das sagt er doch bereits. Was ein Glück, nicht Mario? Ich werde keine Sekunde länger warten. Ich schätze, der Vergangenheit rufe nach mir. Vorwärts! Hey, nicht nur du. Hey, ich komme mit. Das Geräusch ist cool. Dieser Koopa, was für ein Draufgänger. Stürzt sich einfach so in den Vulkan. Er ist kühn, das muss man ihn lassen. Kühn und völlig durchgeknallt. Aber genug jetzt. Ich will dir nun den wichtigen Gegenstand geben, von dem ich sprach. Hier, nimm ihn. Ultrastein! Hebt einen deiner Freunde in den Ultrarang. What? Das ist ein Ultrastein. Ich habe ihn vor langer Zeit in den Tiefen dieses Dschungels gefunden. Jetzt, da du diesen Stein hast, finde einen Superblock. Dort kannst du einen deiner Freunde vom Superrang in den Ultrarang erheben. Die Erstarkung deiner Freunde ist der Schlüssel zum Erfolg. Vertraue mir. Dies hat mir ein Stern im Traum verraten. Setze ihn weise ein. Ich muss hingehen. Over and out. Ciao, und vielen lieben Dank. Ich mag den Kerl. Wieso sehen wir den in Yoshi's Island? Oder ist es ein anderer Typ dort? Ich meine, es wäre der gleiche. Na gut, was soll's. Danke, Mann. Selber. Okay. Husch, der Superjump. Und da sind wir. Beim Vulkan. Wir haben den Lava-Lava-Berg doch noch erreicht. Wie praktisch. Und ich habe mich gar nicht heilen müssen. Wusste ich ja nicht. Oh, sieht das hier cool aus. Atmosphäre hier. Hi. Ich bin wieder da. Mario. Alarm, sofortiger Report, Alarm, Alarm! Oh no, wir sind hier nicht erwünscht. Was hast du noch vor? Ich fühle Gefahr. Aber alle Abenteuer sind gefährlich, also was soll's? Wir müssen weiter vordringen, um uns mit der Entdeckung unbekannter Schätze rühmen zu lassen. Was hast du vor? Nein! Alter, fast weggebounced. Oh, boah! Jetzt wäre er eigentlich gestorben. Ja, was ist mit dem Felsen los? Er ist in der Lava versunken. Ja, da müssen wir dringend aufpassen. Hua, hua, hua. Nein. Ein KP verloren. Kann man hier Game Over gehen?
Das wäre krass. Husch, husch. Immer ein bisschen vorher A drücken. Schön gut, und jetzt? Also. Oh. Okay. Hua. Komm, fahr weiter. Ich nehme, glaube ich, lieber mal Paracarry raus. Nein. Lady Boo. Mit ihr kann ich am besten kämpfen, das wisst ihr ja. Vorher war es Bombette, aber jetzt ist es Lady Boo. Ach, und davor war es Koopa. Aber hier ist ein neuer Gegner, also ist eigentlich komplett egal, was ich hier laber. Das ist ein Angriff! Boah, voll getroffen. Okay, dann hau mal raus. Was haben wir hier vor uns? Was sehe ich da? Das ist ein Lava-Blob. Eine Art Feuerballmonster. Lava-Blobs leben in der Nähe von Lava. 9 KP, 4 Angriff, keine Verteidigung. Sie sind offensichtlich sehr heiß. Wenn du auf sie springst, wirst du dich verletzen. Manchmal greifen sie auch deine Freunde an. Wie mich. Die Angriffskraft dieser Attacke beträgt 2. Aufgrund ihrer feurigen Natur fürchten sie Schnee und Wasser. Macht Sinn. Noch mehr Sinn macht es dort, tatsächlich Sushi zu benutzen. Denn sie hat die Ackerknarre. Können wir brennen in diesem Game? Oh. Ganz toll. Ja, ich hab Pech gehabt. Okay, was gibt's hier? Was gibt's hier? Was können wir hier denn tun? Nein, nicht springen. Hä? Kannst du ja nicht ausführen. Ich kann Hammer benutzen. Warum kann ich Erdbeben machen? Hä? Was? Warum das denn? Ich will die Angriffskraft reduzieren. Aber das kostet. Ja, gut, das kostet 2. Mach erstmal den Hammer. Der müsste eigentlich klappen, oder? Ich wüsste nicht, warum der nicht gehen sollte. Ja, geht auch. Aua. Das macht leider sehr viel Schaden. Ja, selbst beim Blocken. Doof. Echt doof. Bam. Ist der eine zumindest schon mal weg. Komm, mach nicht den Angriff. Mach nicht den Angriff. Mach nicht den Angriff. Nein. Ich kann den nicht abblocken. Echt, das geht nicht. Wozu habe ich jetzt getradet? Oh Mann. Komplett unnötig. Aber hätte ich ja nicht wissen können. Mann, der macht doch so viel Schaden. Das reicht langsam. Lass den Blödsinn sein. Die machen nur 2 XP, also gegen die kämpfe ich nicht nochmal. Außer es muss natürlich sein. Aber den sollte ich aus dem Weg gehen. Generell alle Gegner, die nur 2 XP geben. Komplett useless. Oh, knapp. Wir haben es rüber geschafft. Aber Colorado ist jetzt hinten. Naja, nicht mein Problem. Na, ciao. Nicht in den Abgrund fallen, Alter. Man hätte sich Gumba fest. Na, egal. Naja, egal. Und das ist wirklich cool, dass wir endlich mal wieder hier unsere Partner benutzen können. Unsere älteren Partner. Die werden hier so selten benutzt. Da freue ich mich natürlich immer. Nein! Nein! Ah! Schön die Stampfattacke drauf. Was so toll gemacht, Mario. Große Klasse. Große Kacke, ja. So, scan ihn für mich. Das ist ein Pickelkäfer. Pickelkäfer tragen Stacheln auf ihren Köpfen. Nein, die haben übrigens nichts mit Pickel zu tun. 4 KP, 3 Angriff, 4 Verteidigung. Ebenso wie Käfer sind sie sehr hart. Feuerattacken haben absolut keine Wirkung. Aber wenn du sie umkippst, verliert ihre Verteidigung. Okay, man muss sie umkippen und dann erst kann man den Schaden. Oh! Reduzierter Schaden! Nice. Haha, wenn man mit Block macht, ist gar kein Damage. Oh, was macht so? Generell kein Damage. Dann bleibe ich in den Kampf auf jeden Fall drin. Mache ich den Erdbeben? Ja, oder? Macht doch mehr Sinn. Kann ich beide direkt umkippen. Außer es geht nicht. Doch, das geht. Oh, das macht sogar Schaden. Ich dachte, die haben Verteidigung. Ist Frick. Scheinbar nicht. Okay, habe ich vielleicht falsch verstanden. Das klang jetzt so, als hätten die Rübis zur Verteidigung. Whatever. Bonk. Was? Wieso? Ich mache zu wenig Schaden. Erst wenn ich genug Schaden mache, wird der Schaden auch gezählt. Warum habe ich jetzt keine Verteidigung bekommen? Ich habe doch gerade den Wunschzauber erhalten. Was soll das? Hä? Okay. Dann halt einfach down. Mir doch egal. Oh! Super Soda! Hippie! Gott! Er hat die attackiert, Freunde! Lasst ein Like da! Vielleicht hauen sie dann ab!
Schnell weg hier! Ich habe zu viel Angst. Oh, Heiko Mario. Hast du schon gesagt, dass sie ein Like da lassen sollen?